Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Ja, es war einfach die Nachfrage da, dass wir uns weiter ein bisschen hier mit den Analytics auf YouTube beschäftigen, also mit den Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken, Auswertungen, die mir YouTube liefert. Und wir hatten ja uns in der letzten Folge hauptsächlich beschäftigt mit den Aufrufzahlen, den Wiedergabeorten. Na, da haben wir gesehen, dass mobile Endgeräte, Smartphones, Tablets immer wichtiger werden. Wir haben gesehen, wie die Leute auf meine Videos kommen. Na, dass halt relativ wenig über die Suche auf meine Videos stoßen, sondern dass das fast alles Abonnenten sind, die meine Videos sehen und kaum Leute neu auf meinen Kanal kommen oder mich halt über die Suche oder die Empfehlungen entdecken. Und heute werden wir uns einfach mal noch mit zwei weiteren Themen beschäftigen, die, das kann ich euch gleich vorneweg sagen, eine richtige Stärke auf meinem Kanal sind. Und das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt an euch. Ja, es geht nämlich um die Berichte zur Interaktion, wie es hier auf der linken Seite heißt. Nämlich Bewertungen, sprich Daumen hoch, Daumen runter für die Videos, Favorisierungen und Kommentare. Na, teilen hatte ich ja schon angesprochen in der letzten Folge, weil das halt eine wichtige Sache ist. Dadurch werden meine Videos halt Leuten vorgeschlagen, die mich noch nicht kennen. Und da kommen dann vielleicht auch neue Zuschauer, Abonnenten dazu. Ja, aber ja, ganz starkes Thema und ein ganz prägendes Element auf meinem Kanal sind halt bei mir die Zuschauer, die Stammzuschauer natürlich. Das gilt natürlich auch für jeden anderen Kanal, aber bei mir ist es halt besonders ausgeprägt dadurch, dass bei mir wirklich fast ausschließlich Abonnenten zuschauen und viele halt eben auch schon lange dabei sind. Und die Interaktion, das ist wirklich etwas, was meinen Kanal von den anderen Kanälen abhebt. Und ja, da werden wir mal ein bisschen dran arbeiten. Ich spreche es ja immer wieder an, ne? So das normale Verhältnis von Kommentaren zu Aufrufen ist 1 zu 100. Sprich, auf 100 Aufrufe kommt ein Kommentar. Und dann eben auch häufig so eine Sachen wie LOL oder andere Drei-Buchstaben-Kommentare oder Sachen, die nicht besonders viel aussagen. Teilweise halt, oder die ganzen Sachen, die halt nicht mit dem Video zu tun haben und so eine Späße. Und ihr seht ja, bei mir ist das ganz anders. Und ich habe halt auf 100 Aufrufe eines Videos 10, 15, 20 Kommentare teilweise. Ja, und das ist wirklich was Außergewöhnliches. Das ist auch etwas, was man eher bei kleinen Kanälen antrifft. Ja, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, auf meinem Kanal ist es wirklich was Besonderes. Ihr könnt natürlich die Zahlen, wenn ihr selber einen Kanal habt, einfach auch mit euren Zahlen vergleichen. Ja, und dann schauen wir mal. Ich habe hier nochmal die Aufrufe, ja, dargestellt als Wochenstatistik, damit das also nicht so zerfächert ist, dass man da so also einen besseren Überblick hat, wie sich die Kurve hier halt entwickelt. Hier haben wir halt am Anfang den Zeitraum zweite Jahreshälfte 2011, wo es für meinen Kanal halt richtig aufwärts ging, wo ich ja 4000, teilweise 6000 Views pro Woche hatte. Sprich, also das Let's Showplay Minecraft so 600 bis 800 Views jede Folge bekommen hat. Ja, und dann sieht man hier halt an den Aufrufzahlen, dass das also ab dem Jahreswechsel 2011 auf 2012, dass das so runtergebröckelt ist. Ne? Und hier unten haben wir also das ja, traurige, eigentlich traurige Ende. Das heißt nicht Ende, ist ja erstmal nur hier die Statistik zu Ende. Ne? Also die traurige Gegenwart, wobei die ist gar nicht so traurig. Denn hier sehen wir es ja, ich habe hier so im Schnitt 1500 Aufrufe die Woche, die letzten Wochen über. Ja. Und hier zu dieser Zeit, zur Hochzeit eben zwischen 4.000 und 6.000, also ungefähr das Dreifache an Views pro Woche. Ja. Wenn man sich die Abonnentenentwicklung anguckt, sieht man, da sind keine großen Wechsel drin und keine großen Abgänge. Ja, mein, ich sag mal, Stamm von knapp 2.500 Abonnenten, gut, jetzt eher
um die 2000, über 2000 Abonnenten. Den habe ich halt hier in dieser Zeit aufgebaut, in der zweiten Jahreshälfte 2011. Ja. So die 2000 Abonnenten hatte ich also schon hier so in dem Zeitraum ungefähr, Herbst 2011 ungefähr, Herbst, Winter 2011. Und ja, dann kam hier einmal ein großer Abzug, weil YouTube angefangen hat, die inaktiven Abonnenten, sprich Abos von YouTube-Nutzern, die nicht mehr existieren, die ihren Account gelöscht haben, auch als Abos zu löschen. Ja. Und ja, was sehen wir hier? Es sind immer wieder Abonnenten dazugekommen, dann allerdings eben niedrige Zahlen und es sind eben auch Abonnenten gegangen. Das ist ja soweit ganz okay. Und halt in letzter Zeit überwiegen doch die D-Abos. Die meisten D-Abos kommen durch geschlossene Konten. Sieht man hier unten nochmal in der großen Auswertung. Na, alleine dadurch, dass inaktive Nutzer, also gelöschte Benutzerkonten, auch aus den Abos rausgelöscht werden, habe ich hier 435 Abonnenten verloren. No. Und hier sieht man auch nochmal schön den Vergleich. Insgesamt habe ich halt über diese Zeit knapp 3000 Abonnenten gewonnen, aber eben auch 1300 wieder verloren. Da sind halt hier die 435 mit dabei. Da bleiben also rund 900 Abonnenten, die so von sich aus deabonniert haben. Ist ja auch vollkommen okay. Ja. Wenn er mich nicht schaut, dann braucht er auch nicht zu abonnieren. Dass ich immer mehr Abonnenten hatte als Zuschauer, das war auf meinem Kanal immer so. Auch schon zu der Zeit, als das hier geboomt ist. Ja, da hatte ich halt, als ich 1000 Abonnenten hatte, hatte ich vielleicht 400, 500 Views für eine Folge Let's Showplay Minecraft. Als ich 2000 Abonnenten hatte, waren es halt 600, 800 Views. Ja, die Aufrufzahlen seht ihr auch bei den jeweiligen Folgen. Ja. Und ja, ihr seht hier die Videos, die mir ja die meisten Abonnenten eingebracht haben. Gut, die erste Folge, klar, das Special zur Folge 100, immer noch ein Hit. No, ganz besonderes Video, was ich halt damals gemacht habe. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt anschauen. Da habe ich nämlich mal richtig auf die Kacke gehauen. Die 100. Folge Let's Showplay Minecraft. No, und richtig auch mal in die Trickkiste gegriffen. Was ihr in diesem Video seht, seht ihr sonst nirgendwo. Knallharte Ansage. Ja. Dann natürlich das erste Special, no, zur Folge 50. Und ja, meine Bewerbung bei Jisuanji hat auch viele Abonnenten gebracht. Und ja, was ist hier nochmal dabei? Der Jahresrückblick. Da sind wahrscheinlich auch noch viele Leute drauf aufmerksam gekommen. Die dritte Mitbauaktion, die sind immer nochmal ein Hit. Da schauen also dann auch wahrscheinlich Leute vorbei, die die ganze Zeit nicht auf meinen Kanal geguckt haben, sondern einfach nur bis zur nächsten Mitbauaktion dabei sind und dann das Video schauen, sich die Welt runterladen. Wahrscheinlich einfach nur wegen des Download-Links. Kann man leider nicht so direkt was machen. No? Wäre eigentlich na, fair und gerecht und so der Sinn des Ganzen, wenn nur die Leute den Download-Link zur Welt kriegen, die wirklich meine Videos auch schauen, das Let's Showplay Minecraft verfolgen. Vielleicht nicht unbedingt alle Videos sehen und auch vielleicht nicht alles ganz sehen. Aber ich sag mal so, seit sie dabei sind, vielleicht zwei Drittel aller Folgen zu zwei Dritteln gesehen haben, sowas. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, die Leute, die kriegen den Download-Link, alle anderen, ne? Müssen vielleicht erstmal nachfragen oder so. Aber das ist halt einfach nicht umzusetzen. No. Aber ich bin so der Typ, ich glaube, ich würde das so machen. Aber naja, soweit erstmal zu hier zu den Abonnenten. Dann wichtiges Thema: positive und negative Bewertungen in diesem Zeitraum. Und da hatte ich ja schon angesprochen, das ist wirklich ein Anblick, der mich richtig happy macht. Warum? Weil die Kurve stagniert doch hier. Ja, gut, es gab hier richtiges
Highlight, muss ich mal gucken, was ich in der Woche an Videos rausgehauen habe, dass ich da über 300 Daumen nach oben bekommen habe. Negative Bewertungen können wir auch gleich mal dazu einblenden. Ihr seht hier die Kurve, zack, ist richtig flach. Das sind so die paar, die immer dabei sind. Ne? Irgendwer gibt immer einen Daumen runter. Und das müssen nicht unbedingt Hater sein. So, die können wir aber wieder rausnehmen. Ja. Dran denken, hier dieses erste Viertel, sage ich mal, der Kurve, also der Zeitraum hier vom Sommer 2011 bis Jahreswechsel 2011-12. Das war ja wirklich auch von den Aufrufen her die Hochzeit meines Kanals. Ne? Da hatte ich dreimal so viele Aufrufe wie jetzt. Dreimal so viele Aufrufe wie jetzt, aber genauso viele positive Bewertungen. Ne? Hier so im Schnitt, bis auf diesen großen Ausreißer hier, um die 100 Bewertungen, knapp 100 Bewertungen. Ne? Zwischen 80 und 100, kann man sagen. Und hier, ja, mit einem Drittel der Zuschauer, mit einem Drittel der Views, fast genauso viele positive Bewertungen. Und das ist was richtig Geiles. Ja, eigentlich müsste man ja annehmen, wenn zwei Drittel der Zuschauer nicht mehr zugucken, gehen halt auch die Daumen um zwei Drittel runter. Weit gefehlt. Ja, obwohl mir zwei Drittel der Zuschauer weggebrochen sind, also nicht mehr zuschauen, habe ich nach wie vor genauso viele positive Bewertungen auf meine Videos wie vorher. Das ist was richtig Geiles. Denn es ist einfach der Anteil der Zuschauer an meinen Videos, die mir einen Daumen hoch gibt, der hat sich verdreifacht. Ja, wenn wir hier sehen, hier hatte ich ja 4.000 bis 6.000 Views pro Woche und gehen wir mal von 5.000 aus, so als Schnitt und 100 Daumen. Ja, und hier habe ich ja 1.500. Wäre also ein Drittel. Ja, ja, der Anteil meiner Zuschauer, die meine Videos gucken und einen Daumen nach oben geben, der hat sich in dieser Zeit verdreifacht. Das kann man aus diesen Zahlen heraus sehen. Und ich hoffe, das wird klar, so wie ich das erkläre. Ja, ich habe hier in diesem Zeitraum, genauso wie in diesem Zeitraum, ungefähr, damit es einfach bleibt, ungefähr 100 positive Bewertungen pro Woche. Ich hatte aber in diesem Zeitraum 4.000 Views pro Woche, 4.500, kann man dann schön durch 3 rechnen, ne? 4.500 Views pro Woche und hier nur 1.500 Views pro Woche. Und aber trotzdem genauso viele Daumen hoch. Das heißt, wenn ich es auf die Zuschauerzahlen beziehe, haben sich die Daumen hoch verdreifacht, die positiven Bewertungen. Und das ist einfach mal ein richtig geiles Zeichen. Das ist richtig was zum Feiern. Ja, das zeigt nämlich, ja, dass ich besser geworden bin, dass ich mehr, ja, dass ich mehr von meinen Zuschauern gefalle. Also dass der Anteil meiner Zuschauer, die wirklich auch so aktiv sind und dann auch einen Daumen hoch geben, dass der sich verdreifacht hat. Und das ist eine richtig geile Sache, mal abgesehen vom Verhältnis Aufrufzahlen zu Bewertungen im Vergleich mit anderen Kanälen. Ja, für das Verhältnis Kommentare zu Aufrufzahlen hat man ja so Daumenregel, ja, auf 100 Views kommt ein Kommentar. Und ein ähnliches Verhältnis, obwohl ja die Anzahl der Daumen hoch eigentlich für die Güte oder Qualität des Videos mitstehen soll, bei einem gewissen Qualitätsstandard, ne, und bei Let's Plays kann man eigentlich davon ausgehen, gut, habe ich jetzt die Faustregel nicht im Kopf, aber da denke ich mal, stehe ich auch richtig gut da. Und das hilft natürlich auch, dieser hohe Anteil an Daumen hoch im Vergleich zu den View-Zahlen. Ja, wie gesagt, dreimal so hoch wie vor anderthalb, 2 Jahren.
der Anteil der Daumen hoch. Und das hilft natürlich auch, meine Videos zu verbreiten, weil das natürlich auch für YouTube ein Signal ist, ey, der Mann ist gut. So, das müssen nur noch alle anderen mitkriegen. No. Also das ist hier eine Sache, die richtig zu feiern ist. Ich kann es einfach nur noch mal wiederholen. Obwohl die Viewzahlen auf ein Drittel gesunken sind, ist die Anzahl der Bewertungen, der positiven Bewertungen, gleich geblieben. Das heißt, hätten sich meine Viewzahlen, oder das kann man jetzt so extrapolieren, also erweitern quasi, vermuten, ne, wenn meine Viewzahlen auch noch so hoch wären, dass ich also hier, wie in dieser Zeit, die 4.500 Views pro Woche hätte, dann hätte ich hier hinten dreimal so viele Daumen, sprich 300 Daumen hoch nach oben. Ja, damit das so im Verhältnis dann passt von den Viewzahlen her. Also das ist eine richtig geile Sache. Da freue ich mich riesig drüber. Da ein dickes Danke an euch. Ja. Anderer Punkt sind die Favoriten. Das heißt, wie oft wurden meine Videos favorisiert? Auch hier haben wir erstmal wieder die Kreuzlinie. Ich lasse das einfach wochenmäßig zusammenfassen, damit die Kurve ein bisschen glatt wird. Und da sieht man natürlich hier wieder die Zeit, in der mein Kanal gewachsen ist. In der Zeit hatte ich halt also die 4.500 Views pro Woche. Sieht man natürlich auch eine entsprechend hohe Zahl an Favorisierungen. Wobei, wie gesagt, bei 4.500 Views, 20 Favoriten, 3 Favoriten, 9 Favoriten, 4, 8, ist nicht so berauschend. Nicht irgendwie nennenswert, ne? Das ist gerade mal so die Grasnarbe. Ja, also es haben sehr, 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 sehr wenige Leute meine Videos so gut gefunden, dass sie sie favorisiert haben. Bisschen schade, aber okay. Und hier ist natürlich kaum Aktivität mehr in letzter Zeit. Das ist also ein Punkt, da sollte was passieren. Da habe ich noch Potenzial, um es mal so zu sagen. Ja? Die Videos so gut zu machen, dass ihr sie halt auch favorisiert. Da bietet sich zum Beispiel an der Mute-Trailer für das Test Drive Unlimited Let's Play. Weil das ist ein Video, mit dem man in eine Playlist, in ein Let's Play einsteigt. Das ist ein Video, was kaum einer so macht, kaum ein Let's Player macht für seine Let's Plays eigene Trailer. Ja, weil ganz abgesehen davon, wie gut und wie schlecht ich das Video mache und dass ich es halt auf YouTube ohne Ton hochladen musste. In der Beschreibung steht ja der Link zur Fassung mit Ton. Ist ja auch kaum was. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Video, was sich sehr gut dafür eignet, favorisiert zu werden. Und die Leute, die es gesehen haben, die fanden es ja auch alle richtig geil. Also, wenn er schon einen Daumen hoch haut, dann vielleicht auch. Das ist ein Punkt. Hier ist wirklich noch viel Potenzial. Da, sagen wir es mal so rum, möchte ich euch noch stärker motivieren, ne, die Gelegenheit zu nutzen, Videos zu favorisieren, ja, und damit halt auch auf YouTube ein bisschen bekannter zu werden, denn ich glaube, das ist eine Sache, die ja auf YouTube generell so ist, dass Videos kaum mehr favorisiert werden. Klar, die Leute geben Daumen hoch, geben Kommentare, aber dass ein Video favorisiert wird, kommt recht selten vor, weil es sind 2 Klicks, um ehrlich zu sein, ne? Daumen hoch ist 1 Klick, ist also der doppelte Aufwand und den scheuen dann natürlich schon viele Leute. So einfach ist das Leben. Könnte man jetzt natürlich groß über die Community herziehen, aber das ist vielleicht auch einfach der Grund, warum einfach so viele Leute so kräftig in die Liken, Favorisieren, Teilen Fanfare blasen. Und da einfach so aggressiv drauf aufmerksam machen, weil es einfach nötig ist. Weil die Leute es sonst nicht machen. Mal drüber nachdenken. Also ich werde es natürlich vermeiden, richtig da in die Fanfare zu blasen. Ich will da kein zweiter Herr Tutorial werden. Ja.
Und auf Facebook liken könnt ihr bei mir ja sowieso nicht, weil ich ja kein Facebook- und Twitter-Account und so weiter habe. Aber um mir bei YouTube weiterzuhelfen, favorisiert Videos, nutzt einfach die Gelegenheit, wie gesagt, der Trailer zum Beispiel für das Test Drive Unlimited Let's Play oder das Video zur Mitbauaktion, die Folge 400 oder eine andere richtig geile Folge. Was weiß ich hier, wo ich Mr. Epekos unterirdische Stadt gezeigt habe. Geiles Minecraft-Video, geiles Bauwerk. Favorisieren. Warum nicht? Ja. Also Daumen hoch dann natürlich nicht vergessen. Aber da habe ich ja euch gesagt, da macht er ja schon richtig gute Arbeit. Da seid ihr richtig toll. Ganz wichtiges Thema und ganz wichtige Stärke auf meinem Kanal sind aber auch die Kommentare. Ja, schauen wir da rein und nehmen wieder die Wochenstatistiken, damit die Kurve hier ein bisschen glatter wird. Ja. Und wieder hier vorne dieser Bereich, das ist die Zeit, in der ich 4.500 Views pro Woche hatte. Und wenn wir hier mal so einen Mittelwert nehmen, sagen wir mal 80 Kommentare pro Woche bei 4.500 Views. Ja. Bei dem Verhältnis 1 zu 100, wie man es normalerweise hat, wären das bei 4.500 Views gerade mal 4.500 Kommentare. Bei mir sind es 80. Ihr seid richtig geil, Leute. Ja? Und selbst jetzt hier in der letzten Zeit, oh, hier haben wir nochmal ein richtiges Highlight, ja, aber selbst hier in der letzten Zeit, wo ich nur 1.500 Views pro Woche habe, habe ich immer noch ja, zwischen 60 und 80 Kommentare. Und das ist auch nochmal richtig geil. Das ist ge wieder genau dasselbe Phänomen wie bei den Bewertungen, bei den Daumen hoch. Obwohl ich nur ein Drittel der Views habe, im Vergleich hier zur Anfangszeit, das heißt Anfangszeit zu der Zeit, als der Kanal gewachsen ist, also obwohl ich nur ein Drittel der Views wie in dieser Zeit habe, habe ich fast dieselbe Zahl von Kommentaren. Das heißt, das Kommentarverhältnis ist bei mir nochmal ein Zacken schärfer. Na, nämlich bei 1.500 Views habe ich hier immer noch 100 Kommentare, 80 Kommentare, 90 Kommentare. Ja, und das ist schon fast 1 zu 10. Da können andere YouTuber nur von träumen. Ja, stellt euch mal Gronkh vor. Klar, das Video hat vielleicht 100.000 Aufrufe, aber so, ja, 1.500 Kommentare vielleicht. Wenn Gronkhs Community, Gronkhs Zuschauer, genauso fleißig wären mit dem Abgeben von Kommentaren wie ihr, dann hätte der gute Gronkh unter jedem Video mindestens 10.000 Kommentare. Abartig, oder? Bei 100.000 Views, 10.000 Kommentare und dann auch noch in der Länge und Qualität, wie ihr sie schreibt. Na, ihr beschränkt euch ja nicht nur auf einfache drei Buchstaben, so wie LOL oder sowas, na, sondern ihr schreibt ja richtig vollständige ganze Sätze und teilweise sogar noch mehrere davon in einem Kommentar. Ha, ich habe hier, glaube ich, die Elite der Kommentatoren auf meinem Kanal versammelt. ja, und die Kommentare, ich hatte es ja schon im letzten Video angesprochen, das ist auch wirklich der Punkt oder das Ding, wo ich die meiste Motivation und Befriedigung hier aus meinem Engagement auf YouTube ziehe. Ich hatte es ja schon eingangs des letzten Videos erzählt, ich lade das Video oder schalte das Video morgens frei, dann gehe ich zur Arbeit und wenn ich dann nach Hause komme, ist der erste Blick hier in die Kommentare und da freue ich mich dann schon drauf, wenn halt in dem Posteingang drei, vier Kommentare angezeigt werden und unter dem Video stehen dann sieben, acht Kommentare. Das ist richtig geil. Ja, und das ist was, das ist ein Fund, mit dem ich also echt wuchern kann. Ganz klasse, Leute, macht einfach weiter so. Ja. Ja. Und wir sehen hier auch, welche Videos aus dieser Zeit die meisten Kommentare bekommen haben, ne? Let's Roleplay Minecraft 201, Gedanken
eines boshaften alten Mannes. 114 Kommentare. Steht hier, wie viele Views das Video hat? Nicht. Wir schauen einfach mal rein. Kommentare, aber hier 1700 Aufrufe. Ja, also bei einem Verhältnis 1 zu 100 wären das 17 Kommentare. Ich habe 114. Ja, also das Sechsfache ungefähr. Ja, das ist schon. Ja. Also bei 2000 Views 100 Kommentare, um es mal so rum einfach zu rechnen, wäre ein Kommentarverhältnis von 1 zu 20. Können auch nur viele YouTuber von träumen. Ja, und wobei, das ist wirklich eine besondere Folge, die kann ich auch nur jedem empfehlen, ja, sich anzuschauen. Wenn 114 Kommentare da kein Grund dafür sind, bei 1700 Views sich die Folge anzuschauen. Ja, nicht umsonst ist er halt hier auch bei den beliebtesten mit dabei. Und dann natürlich hier die Folge 250 mit der dritten Mitbauaktion. Dann ein Video, was ich mal außer der Reihe gemacht habe, was eine sehr interessante Diskussion in Gang gebracht hat. Was muss ein gutes Let's Play-Portal bieten? Ja, und was haben wir hier? Let's Showplay Minecraft, Folge 200, Folge 213, also doch ein bisschen bunt. Und natürlich hier die Folge 100. Ja, also wenn ihr vielleicht erst mit Folge 300 eingestiegen seid oder 250, diese beiden Folgen müsst ihr euch auf alle Fälle angucken. Das Let's Showplay Minecraft 100, no, What the fuck Infomercial oder Paravas, jo, die gute natürlich blond, und die Folge 201, Gedanken eines boshaften alten Mannes, unbedingt anschauen. No? Also alleine die Zahlen hier sagen schon, die Dinger sind ein Muss auf meinem Kanal. ja, soweit, ja, das Teilen hatten wir ja schon angesprochen. Klar, es wird geteilt, aber halt hier auch nur sehr dünn. Beziehungsweise auch hier wieder interessant der Vergleich. Ich schalte mal wieder um auf die Wochenstatistiken. Ja, wirklich hier so im Jahresübergang, aber das ist. Da war hier mal ein echtes Highlight dabei mit 10 Teilen. Beziehungsweise hier die Videos aus der Zeit vom Frühjahr 2011. Die sind besonders häufig geteilt worden. Müsste man sich direkt mal angucken, was ich da gemacht habe. Und warum die Videos geteilt wurden. ich weiß, es ist lange her, aber wenn sich einer daran erinnert, schreibt mal in die Kommentare. Wenn jemand ein Video aus der Zeit geteilt hat, irgendwo auf Facebook oder sowas, dann meldet euch da mal, dass ich weiß, welches das ist und warum. Ne? Ja, und hier natürlich, ja, klar, wenig Aktivität. Das ist halt also auch noch eine Sache, die ausgebaut oder entwickelt werden kann. Ne? Was ist hier geteilt worden? Ach, da sehen wir es ja. Die Bewerbung bei Sichuanji, okay. Folge 201, auch okay, weil eins der Top-Videos, ne? Ansonsten, was muss ein gutes Let's Play-Portal bieten? Haben wir es ja. Aber auch halt sonst die Videos, die zum Beispiel eben viele Kommentare bekommen haben und viele Daumen hoch bekommen haben. Ne? Schauen wir nochmal. Berichte zur Information, zur Interaktion. Positive, ja, na, da haben wir es wieder. Folge 201, Folge 100, bei Jisuanji. Was muss ein gutes Let's Play-Portal bieten? Ne? Mit Bauaktionen und ein paar Worte zu RTL. RTL scheint irgendwie immer zu ziehen. Ich weiß es nicht. Ja, also das mal einfach nochmal so ein kleiner Exkurs hier durch die Analytics, durch die Statistiken auf meinem Kanal. Ne, wie man solche Zahlen liest, was man aus solchen Auswertungen entnehmen kann. Und ja, das soll es einfach mal für heute schon gewesen sein. Ne? Morgen gibt es wieder eine Folge Test Drive Unlimited. Jo, das macht mir einfach momentan unheimlich Spaß aufzunehmen. Was die Aufnahmen angeht, bin ich schon bei Folge 15 ungefähr.
Und musste mich die letzten Tage wirklich zurückhalten, sonst wäre ich schon Folge 20, 25 oder so. Aber ich muss ja auf eure Abstimmungen warten bei der Auswahl der Wagen, bei der Auswahl des nächsten Klassikers, den wir uns holen und die Hütten, die wir uns noch zulegen werden. Ja. Das müssen wir dann auch mal sehen. Guti, was gibt's sonst noch? Habe ich hier weiter? Nix. Nee, dann sind wir für heute soweit durch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Hab was gelernt, gerade wenn ihr selber YouTuber seid, und so ein bisschen erstmal einen Bogen um die Analytics gemacht habt. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen, ein paar Tipps geben, wie man, was man da rausziehen kann, wie man mit so solchen Analysen, mit solchen Statistiken umgeht. Ansonsten bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.